Kurznachrichten. Oh, was für ein Effekt. Den gibt es auch noch in einer etwas anderen Tonlage. In den heutigen Donnerstag wollen wir mit Humor gehen. Donnerstag ist Basta Berlin, der alternativlose Podcast. Da habe ich die Kollegen Benjamin Golme und Marcel Joppa kürzlich bereits einmal gelobt für ihr schauspielerisches Talent. So ist es diesmal noch besser hervorgetreten. Ich möchte fast von Method Acting sprechen. Befasst haben sie sich mit den Bewerbungsbemühungen dieses Herrn. Ja, ich bin heute hier zu Gast. Bevor seine Lebensgeschichte aber unsere kleine Audiodatei bereichert, lassen wir uns bereichern durch die Komikerin Lisa Eckhardt aus Österreich. Mit dem Thema Nazis befasste sie sich unlängst im MDR. Zunächst gehen wir aber ein paar Jahre zurück. Wissen Sie, was ich an meiner Kindheit so geliebt habe? Das waren Sonntage mit der Familie. Nur mein Vater, meine Mutter und ich unter eine Decke gekuschelt, vor dem Fernseher versammelt, zur Hitler-Doku-Dauerschleife. Morgens 9:30 in Nazi-Deutschland. Das Frühstückchen mit Guido Knoppers Onkel Adolf Picture Show. Hitlers Helfer, Hitlers Hunde, Hitlers geheimer Apfelstrudel. Danach das Ganze nochmal in Farbe, psychedelisch nachkoloriert, als hätte man was eingeworfen. Das lief immer auf diesen Nachrichtensendern, NTV und N24. Allerdings war ich noch sehr jung und habe damals fest geglaubt, dass Nachrichtensender nur Nachrichten senden. Für mich waren das keine Dokus. Das war die Frontberichterstattung. Und zwar live. Ich bin in einem Krieg aufgewachsen, der seit 40 Jahren vorbei war. Das heißt, ich habe noch mitgefiebert. Nehmen wir die Ardennen jetzt ein? Können wir Berlin noch halten? Dreht der irre Ivan durch? Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie das Ganze ausgehen wird. Zumal ich immer sehr früh schlafen gehen musste. Dann habe ich meine Eltern angefleht, dass sie mir den Rest auf Kassette aufzeichnen. Weswegen ich am Montagmorgen immer so durch den Kindergarten gerannt bin, aus Angst, dass irgendwer was spoilert. Nur irgendwann wurde ich stutzig. Nicht, weil vieles in Schwarz-Weiß war. Da dachte ich noch, Winterkrieg, schlechter Empfang. Goebbels hat in Babelsberg wieder den falschen Knopf gedrückt. Nein, es war was anderes. Bei NTV war es nämlich so. Oben sah man General Paulus mit Gänsehaut vor Stalingrad und unten liefen die Aktienkurse. Und da war ich verwirrt, weil unten stieg der Kruppstahlkurs. Oben aber zertrümmert gerade eine betrunkene Babuschka den Panzer mit ihrem Samowar. Aus Versehen. Und das ging für mich nicht zusammen. Wieso ist die Volkswagen-Aktie im Keller, wenn Hitler doch erst in diesem Moment das VW-Werk in Wolfsburg eröffnet? Vorwärts, Dudu. Gib Gas. Ich gebe Gas. Vollgas. Oh, da denke auch ich an meine Kindheit, an die deutsche Kinofilmreihe Dudu. Regie Rudolf Zehetgruber. Dudu war der Name eines gelben Volkswagen-Käfer aus Wolfsburg. Hauptdarsteller der Kinofilmreihe. Dudu war ein lebendes Wunderauto. Tja, da merkt man, dass Lisa Eckhardt 20 Jahre jünger ist als ich. Wir bekamen die Nazi-Scheiße noch in leichter Verpackung, unterhaltsam übermittelt. Bei Lisa musste dann schon der Guido Knopp ran. Die 90er Jahre war auch die Zeit der Unfehlbarkeit von Harald Schmidt. In einem Interview erlebte ich Lisa Eckhardt einmal, wie sie sagte, dass sie vom Duzen nicht allzu viel hält. Harald Schmidt schon eher. Er erklärt es in einem aktuellen Gespräch mit dem Unternehmer Ulrich Stockheim. Ja, mir gefällt das sehr gut, weil es ja keine praktische Auswirkung hat. Also das heißt, man wird eben geduzt, wenn man rausgeschmissen wird. Das ist so, wie der CEO ja heute auch nicht mehr mit Krawatte kommt, sondern im T-Shirt oder im Pulli, um zu zeigen, ganz flache Hierarchie, wo wir bisher die Folterkammer hatten in der Firma, haben wir jetzt die Kuschelecke. Aber in der praktischen Auswirkung beim im Idealfall sozialverträglichen Stellenabbau hat es keine Auswirkungen. Und in der Welt unseres Hegemons, in dessen Arsch wir tief verankert, gibt es sowas sowieso nicht. Jetzt aber, Basta Berlin. Basta Berlin, der alternativlose Podcast.
Jeden Donnerstag neu. Das aus der Sendung vom vergangenen Donnerstag. Das Rollenspiel zu den Bewerbungsversuchen von Karl Lauterbach. Nachgestellt einem offiziellen Zeitungsartikel. Dr. Lauterbach, schönen guten Tag. Ich möchte mich bei Ihnen auf einer Professorenstelle für Gender Studies bewerben. Schön, ja, guten Tag, Herr Lauterbach. Ich habe hier auch Ihren Lebenslauf vor mir liegen. Den habe ich mir auch schon durchgelesen. Ein paar Fragen hätte ich dann aber dennoch. Ja, das tut mir leid. Also 1995, da haben Sie sich auf eine Professur an der Universität Tübingen beworben. Erzählen Sie doch mal, wie lief das denn damals genau? Ja, das lief gut. Ich konnte damals 3 aktuelle Forschungsprojekte angeben, die der Bund ja auch mit 2 Millionen D-Mark gefördert hat. Mhm. Und diese 2 Millionen hätte ich dann sogar an die Uni Tübingen mitbringen können. Schön, schön, ja. Über die Förderung, da findet sich aber überhaupt nichts in den öffentlichen Unterlagen. Und auch im Bundesarchiv ist dazu gar nichts vermerkt. Ja, das tut mir leid. Wir haben auch mit Ihrer Ex-Frau Angela Spelzberg gesprochen. Die war ja damals ärztliche Leiterin in Aachen, wo sie die Projekte ja nach eigenen Aussagen gemacht haben und da gefördert wurde. Aber auch Ihre Ex-Frau weiß nichts über die Projekte. Ja, das tut mir leid, aber ich hatte ja damals eine vom Gesundheitsministerium geförderte Studie zu Brustkrebs durchgeführt. Ja, aber diese Studie, die haben wir auch nicht gefunden. Da sind 6 Autoren genannt, Ihr Name ist aber irgendwie nicht darunter. Ja, das tut mir leid, aber meine Studie ist ja auch als Buch veröffentlicht worden. Der Titel lautet Häufigkeit und Tumorstadien von Brustkrebs in der Region Aachen. Ja, das Buch, das haben wir gefunden, ja, in der Stadtbibliothek Berlin, da lagert das. Aber auch da tauchen Sie nicht als Autor auf, also Sie werden nicht mal in der Danksagung erwähnt. Ja, das tut mir leid. Tatsächlich haben wir mit dem echten damaligen Studienleiter gesprochen. Sie hätten da lediglich so eine halbe Assistentenstelle inne gehabt und die 2 Millionen D-Mark, die hatten Sie dementsprechend auch nicht. Ja, das tut mir auch leid, aber ich hatte ja noch ein anderes Projekt, da ging es um neue Technologien in der Gesundheitsökonomie. Und diese Studie von mir wurde mit $100.000 aus Princeton gefördert. Ja, das steht in Ihrem Lebenslauf auch, ja. Wir haben mal dort mit dem Studienleiter gesprochen. Sie waren an der Beschaffung dieser Geldmittel ja gar nicht beteiligt. Sie waren nur an der Analyse früherer Projektphasen beteiligt. Ja, das tut mir leid, aber... Ja, und dann haben Sie ja noch in Ihrem Lebenslauf ein weiteres Buch angegeben, das Sie geschrieben haben. Ja, genau. Ethik und Ökonomie im Gesundheitssystem. Gefördert wurde das Buch mit 20.000 Mark von der Robert-Bosch-Stiftung. Ah, ja, ja. Die Stiftung, die sagt aber, dass das Geld gar nicht geflossen ist, weil sie das Buch gar nicht fertiggestellt haben. Tatsächlich waren alle Bücher, die Sie zum Zeitpunkt Ihrer Bewerbung in Tübingen angegeben haben, noch gar nicht erschienen. Ja, das tut mir auch leid, aber in Tübingen habe ich ja die Stelle auch gar nicht angenommen. Weil Sie eine Professur an der Uni Köln angenommen haben, am Lehrstuhl für Health Epidemiology. Den Posten, den gab es ja vorher noch gar nicht. Wieso denn dann? Ja, weil ich der Universität als externer Experte geraten habe, so eine Stelle zu schaffen. So ein Lehrstuhl brauchte es einfach. Und dann habe ich mich selbst als besten Kandidaten dafür empfohlen. Clever. Entschuldigung, aber Sie haben den Job. Das tut mir leid. Ein bisschen lang vielleicht, aber sensationell. Kurz auf den Punkt nochmal. Lisa Eckhart. Eigentlich mache ich sowas nicht. Also so Massentourismus. Das ist nicht meins, weil ich mir nie sicher sein kann, ob da unter den vielen Menschen nicht auch Rechtsextreme sind. Und mit denen mache ich mich nicht gemein. Deswegen war ich auch nicht auf dieser Friedensdemo in Berlin. Ich gehe nirgendwo mehr hin, wo vielleicht Rechtsextreme sind. Ins Stadion. In den Supermarkt. Nach Hause. Nein, ich meine nicht mich selbst. Ja. Mein Sohn ist rechtsextrem. Er wird jetzt bald 2 und zeigt alle Anzeichen einer rechtsextremistischen Gesinnung, die da sind, laut Wikipedia, Dogmatismus, Schwarz-Weiß-Denken, ausgeprägtes Sendungsbewusstsein. Aber es soll mich nicht verwundern, ich hätte es mir ja denken können, er kam schon als Glatze zur Welt. Köstlich. Donnerstag ist. Heute schauen wir Basta Berlin.
Am Ende der Sendung wird ja immer etwas geschreddert. Diesmal ein Kommentar aus dem Spiegel von Alexander Neubacher. Der Spiegel, da hat einen Kommentar veröffentlicht, und zwar am 11.3. am Samstag. Verbote in der Corona-Pandemie, wir Corona-Versager, eine Kolumne. Wir haben da mal reingelesen. Also es geht eigentlich darum, dass da der Autor mit dem Namen, na, da oben steht da irgendwo, ist aber auch wurscht. Auf jeden Fall, dass dieser Autor gesagt hat, mein Gott, was haben wir denn damals gemacht? Am Anfang der Corona-Pandemie. Also wir waren ja alle dafür, diese Grundrechte einzuschränken. Wir haben das ja gar nicht hinterfragt. Inzwischen wissen wir, dass einige Corona-Maßnahmen nicht nur fragwürdig oder unsinnig waren, sondern auch rechtswidrig, schreibt er. Ach was. Das Brandenburger Verfassungsgericht hat gerade entschieden, dass das sogenannte kommunale Corona-Notlagegesetz gegen die Landesverfassung verstieß, weil es die Gewaltenteilung aushebelte. Geklagt hatte die AfD-Fraktion, die sich jetzt als Verfassungsheldin aufspielen kann, ausgerechnet. Ausgerechnet. Doch was mich im Nachhinein umtreibt, ist, wie leicht die Freiheitsrechte in unserer angeblich so liberalen Gesellschaft suspendiert wurden. Und wir Medien, auch wir beim Spiegel, die wir uns gern als vierte Gewalt betrachten, ich fürchte, der Diktator in uns war ziemlich stark. Das glaube ich aber auch. Und da war sicherlich noch einiges stark in euch. Aber mit Nachdenken, Gedächtnis oder auch nur mit Menschenwürde oder Menschengefühl hat das Ganze nichts zu tun gehabt. Und deswegen ist dieses Feigenblatt der Entschuldigung für uns ganz definitiv ein Schredderkandidat für heute. Herrlich. Ich habe gerade einen Witz gelesen, der ging in etwa so. Am Samstag vor 3 Jahren hat die WHO die Pandemie ausgerufen. Am Samstag vor 3 Jahren haben die Corona-Leugner in Deutschland die Diktatur ausgerufen. Hashtag Copyright. Heute Show. Sehr witzig. Aber was heißt denn das, wenn im Spiegel im Kommentar steht, ich fürchte, der Diktator in uns war ziemlich stark. Interessant. Schnell weg damit. Und ich glaube, also ich prophezeie, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr von den sogenannten Medienmachern des Mainstreams um die Ecke kommen werden und hier und dort genau solche Kommentare entstehen werden. Schnell weg damit. Jawohl. Ausgezeichnet. Hey, ich musste ja so lachen, habe ich bei Twitter gesehen. Eine Frau hat für den Tagesspiegel, den du übrigens hier beinahe falsch ausgesprochen hast, das war total, Tagesspielunke hast du beinahe gesagt, das war überhaupt keine Absicht. Entschuldigung. Vom Tagesspiegel, sie hat für das Feuilleton geschrieben, und zwar den Aufmacher im Feuilleton, und hat dafür 90 Euro bekommen. Und da denke ich mir so, ihr seid Journalisten und schreibt im Tagesspiegel als freie Journalisten und bekommt dafür 90 Euro, wisst ihr was? Dafür könnt ihr auch Basta Berlin machen. So ist das. Wenn die euch eh einen Scheiß bezahlen, dann macht doch einfach was Vernünftiges. Wir machen was Vernünftiges. Eine Audiodatei. Und ihr hört was Vernünftiges. Eine Audiodatei. Donnerstag, der 23. März 2023, international. Österreichs Bundespräsident van der Bellen besucht Albanien und Nordmazedonien. Erneut gibt es heute einen landesweiten Streiktag in Frankreich. Die internationale Gemeinschaft hat auf einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates zu einer Deeskalation der israelisch-palästinensischen Spannungen aufgerufen. Die US-Regierung erwägt, wegen des in Uganda verabschiedeten anti-homosexuellen Gesetzes wirtschaftliche Sanktionen gegen das ostafrikanische Land. Ein US-Zerstörer ist nach Angaben des chinesischen Militärs in die Gewässer um die Paracel-Inseln im südchinesischen Meer eingedrungen. Die USA hatten zuletzt ihre Allianzen im asiatisch-pazifischen Raum verstärkt, um Chinas Anspruch im südchinesischen Meer und in der Straße von Taiwan entgegenzuwirken. Nordkorea feuerte erneut mehrere Raketen ab. Wie immer, wenn über Nordkorea das Gleiche berichtet wird, schaue ich in die eigene nordkoreanische Nachrichtenseite, die in deutscher Sprache publiziert wird. Die Musik dazu mit Verweis an Julia Neigel ist unter sozialistischen Bedingungen produziert und unterliegt nicht der deutschen GEMA. Gestern wurde in der KDVR in Nordkorea der Tag des Wassers begangen. Der 22. März ist der Welttag des Wassers. Das Wasser auf der Erde ist die sehr wichtige Ressource. Losgelöst vom Wasser sind die Existenz und die Entwicklung der Menschheit undenkbar. Das Wasser macht fast 3/4 der Erdoberfläche, 71% aus. 3,6 Milliarden Menschen leiden weltweit jährlich an Wassermangel. Diese Zahl wird bis ins Jahr 2050 auf mehr als über 5 Milliarden steigen. In Nordkorea
rückt der Schutz der Wasserreserven an die erste Stelle. Während des 10-Jahres-Plans 2021 bis 2030 werden Aufforstung und Flussregulierung ausgearbeitet. Die Verschmutzung der Wasserressource ist zu schützen. Wasser soll effektiv genutzt werden. Das Thema des Welttages des Wassers ist in Nordkorea 2023 die Forcierung der Veränderung. Okay, Peggy, 2013년 4월 4일. EU-Gipfel, die ARD nennt die Themen. Strommarktreform, Atomenergie, Munition für die Ukraine. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besucht heute und morgen Nordmazedonien und Georgien. Dabei geht es um deren Aussichten, Mitglieder der Europäischen Union zu werden. Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden, liebe Freundinnen und Freunde. Die ARD-Tagesschau berichtet aus der Welt unseres Hegemons. Wer aus den USA kommend in Kanada Asyl suchen will, wird abgewiesen. Es sei denn, man überquert die Grenze illegal, wie an der Roxham Road. 98% aller Asylsuchenden gelangen über diese Straße ins Land. Eine Kiesstraße zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Quebec. Im vergangenen Jahr flohen um die 40.000 Menschen aus den USA nach Kanada. Die ARD beschreibt, in Kanada haben die Geflüchteten Aussicht, bereits nach wenigen Monaten arbeiten zu können. Bis dahin bekommen sie Unterstützung vom Staat und Zugang zu kostenloser medizinischer Versorgung. In den USA dauert die Bearbeitung der Asylanträge deutlich länger. Die Stadt New York spendiert sogar Tickets für einen Bus an die Grenzstation. In Kanada fordern natürlich rechte Parteien, die Roxham Road zu schließen. Erklingt diese sanfte Melodie, schauen wir in die Community, die uns auf Facebook umgibt. Unser Hörer Heinz-Peter Kossmann lässt uns wissen, jeder in diesem Land wird sich in den bevorstehenden Wochen entscheiden müssen. Die Frage der Gewichtung zwischen Frieden ohne Waffen und Frieden durch Waffen ist mit dem Staatsbesuch von Xi in Russland und den dort getroffenen Vereinbarungen sehr eindeutig beantwortet. Entweder wird primär das Töten von Menschen beendet, auch wenn es Territorium kostet, oder es geht uns und dieser deutschen Politik primär um den Erhalt eines Territoriums der Ukraine in alten Grenzen, koste es Menschenleben, was es wolle. Jeder, auch Medien, wird damit für sich entscheiden müssen, was für ihn wichtiger ist und somit seinen persönlichen Willen zur Zugehörigkeit der persönlichen und gesellschaftlichen Werte bekunden. Ein Ja-Aber wird es nicht mehr geben. Sonst gibt es einen unendlichen Krieg auch in Deutschland und ganz Europa. Der Bluesmusikant aus Kaiserslautern, Werner Steiner, zur künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz wird Romane schreiben, die 95% für das Werk eines fähigen Autors halten. Künstliche Intelligenz wird Musik komponieren, die 95% für kreativ und handwerklich erstklassig halten. Künstliche Intelligenz wird Fußball spielen wie Messi und Zidane. Künstliche Intelligenz wird singen können wie Tina Turner oder Freddie Mercury. Künstliche Intelligenz wird sich mit Solarzellen der 15. Generation selbst versorgen und ihre eigenen Reparaturroboter befehligen. Künstliche Intelligenz wird auf keinen Fall auf den Gedanken kommen, dass wir überflüssig sind. Er aus der Community gleich, jetzt aber erstmal. Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg. Die Briten wollen Munition mit abgereichertem Uran liefern. Hierzu Sergei Lavrov. Zitat: Sie haben bereits Ihren moralischen Kompass verloren, wenn es darum geht, wie Sie durch Ihr Handeln die Stabilität in der Welt untergraben. Seine Sprecherin Maria Sacharowa: Großbritannien wird den ukrainischen Boden nicht von Uran dekontaminieren. Ein selbstgebauter Sprengsatz ist in Melitopol detoniert. Die Wagner-Gruppe übernimmt bei Artyomovsk das Werk Azom. Dmitri Medvedev gegenüber russischen Journalisten, Zitat: Ist die Gefahr eines nuklearen Konflikts vorbei? Nein, sie ist nicht vorbei. Sie wird immer größer. Jeder Tag der westlichen Waffenlieferungen in die Ukraine bringt die vielbeschworene Nuklearapokalypse näher. Ich habe den Eindruck,
dass die westlichen Staaten den Grad der Entschlossenheit Russlands, seines Präsidenten und des Oberbefehlshabers, um das zu tun, was wir getan haben, nicht wahrhaben wollten. Und sie haben sich verrechnet, die Folgen sind nun viel schwerwiegender, als sie wären, wenn sie im Dezember 2021 mit uns die Dokumente unterzeichnet hätten. Die Weltbank und Kiew schätzen die Ausgaben für den Wiederaufbau der Ukraine auf mehr als 400 Milliarden Dollar. Den Bewohnern nahe von Artyomovsk wird vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes humanitäre Hilfe zugeliefert. Der russische Verteidigungsminister Shoigu zeichnet den Piloten nach dem Absturz von der US-Drohne ins Schwarze Meer aus. Die russische Kinderombudsfrau Maria Lovabeljova hat über die Betreuung von den aus dem Kampfgebiet im Donbass evakuierten Minderjährigen in Russland berichtet. Das Ganze im Fernsehsender Pervi. Zitat: All diese Kinder sind im Fokus unserer Aufmerksamkeit. Sie sind im Fokus der Aufmerksamkeit von Ombudsleuten der jeweiligen Regionen, in die sie gekommen sind. Russlands stellvertretender Außenminister Rjabkov im Rahmen des Waldai-Clubs, Zitat: Ich möchte mich nicht auf eine Diskussion darüber einlassen, ob die Wahrscheinlichkeit eines nuklearen Konflikts heute hoch ist, aber sie ist auf jeden Fall höher als alles, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben. Sagen wir es mal so: Das russische Militär greift zwei Hangars mit ukrainischem Militärgerät bei Odessa an. Kommentare der Community von Facebook. Der Wissenschaftsjournalist Michael Fuhr: Wenn ich mich mal wieder, wie in der Pandemie, auf meinen Verstand verlasse, anstelle dem, was mir Medien und Politik einreden, dann fällt mir nach dem Xi-Putin-Treffen gleich mehreres auf. Erstens: Die vom Westen dominierte Weltordnung wandelt sich zu einer multipolaren Welt. Russland wird kaum unter den westlichen Sanktionen leiden, dank neuer Abkommen mit China oder Indien. Die Achse Peking-Moskau wächst zu einem großen Konglomerat zusammen. Zweitens: Wenn wir deswegen auch anfangen würden, China mit Sanktionen zu belegen, dann war es das mit unserem Wohlstand. Ich hätte nichts dagegen, wenn es nur die Superreichen treffen würde, aber es trifft letztlich alle. Die Preise würden nochmals deutlich steigen, viele Produkte wären temporär nicht lieferbar oder viel teurer aus anderen Ländern und wir würden in eine riesige Wirtschaftskrise fallen. Drittens: Russland findet den Friedensplan Pekings gut. Putin hat klargemacht, dass er bereit wäre zu verhandeln. Aber der Westen, insbesondere die USA, lehnen das kategorisch ab, da sie China nicht als neutralen Vermittler ansehen. Viertens: Daraus resultierend entsteht mein Eindruck, dass die USA überhaupt nicht an einem Frieden interessiert sind. Warum auch? Die Großaufträge an die Rüstungsindustrie sind Balsam für die schwächelnde US-Wirtschaft. Man nutzt die Chance der Krise, damit sich auch europäische Unternehmen in den USA ansiedeln. Spätestens mit dem von mir erwarteten Wechsel an der Spitze und dem Wahlsieg von Ron DeSantis war es das dann auch mit der militärischen Unterstützung der Ukraine. Dann werden die USA nur noch zum Profiteur. Fünftens: Wenn der Westen dies nicht erkennt und zu Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien drängt, dann stürzen wir weiter ins Verderben. Und sechstens: Unser Anspruch gegenüber anderen moralisch überlegen zu sein, ist nicht nur an Arroganz kaum zu überbieten, sondern zerstört letztlich unser ganzes Leben. Wir sollten es einfach einmal hinnehmen, dass es neben westlichen Demokratien auch autokratische Systeme gibt und uns sich einmischen, was das Beste und vor allem das Richtige ist. Und vor allem, wie bisher, politisches System und Wirtschaftsbeziehungen klar trennen. Was nicht heißt, uns wieder unabhängiger zu machen und zusätzliche Handelspartner in der Welt zu suchen oder mehr selbst zu produzieren. Nikolaus Schlenker: Wenn Politiker Kritikern Verschwörungstheorien vorwerfen, stellen sie damit lediglich fest, dass sie selbst unter dem Verdacht stehen, Teil einer Verschwörung zu sein. 16 weitere Länder wollen der BRICS beitreten. Das berichtet das russische Fernsehen. Xi Jinpings Abschiedsworte an Wladimir Putin, Zitat: Im Moment gibt es Veränderungen, wie wir sie seit 100 Jahren nicht mehr gesehen haben. München lässt das Konzert von Roger Waters trotz Antisemitismusvorwürfen zu. AFP berichtet. Ein Drama in Thüringen. Der MDR berichtet: Bodo Ramelow, Thüringens Ministerpräsident, trauert um Thüringens First Dog. Allen Ernstes, Thüringens erster Hund. Der MDR berichtet in der Sprache des Hegemons. Attila hieß das gute Tier. Es begleitete Thüringens Ministerpräsident über 15 Jahre. Ein Jack Russell Terrier. In einem langen Nachruf
Auf seinem Blog nahm der Politiker am Mittwoch Abschied von seinem Hund. Zitat: Attila, wir danken dir für so viele Stunden und große Abenteuer, ob auf Parteitagen oder Festempfängen. Auch in der Staatskanzlei hatte Attila ein Körbchen, sekundiert der MDR. Es kondolierte der Thüringer CDU-Fraktionsvorsitzende Mario Vogt. Die linke Landesvorsitzende Ulrike Grosse-Röting teilt mit, der Hund sei auch für die Thüringer Linke ein treuer Begleiter gewesen. Und MDR-Nutzerin T-Pass kommentiert: Unsere Katze ist letzte Woche von uns gegangen, kann der MDR auch darüber berichten. Es war aber leider nur ein Familienmitglied einer bürgerlichen Familie. Stürme in Kalifornien, bei uns Wolken, Regen, Wind. Alternative Music.